Hallo zusammen, hier ist Ila unterwegs. Ich bin hier in Liestal und laufe gerade in Richtung Städtli vom Bahnhof. Und hier ist jetzt gerade ein richtig brauner Rosskastanienbaum, der aussieht, als hätte er schon Herbst. Das sieht jetzt also richtig extrem aus. Die Blätter sind braun, sie fallen ab, sie sind trocken. Und hier kann man sich jetzt schon mal fragen, so Anfang September, ist denn das jetzt normal? Die Antwort ist klar, nein, das ist nicht normal. Mit dem Herbst hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn wir jetzt hier weiter führen gehen, sehen wir noch einen Kastanienbaum, der eigentlich auf den ersten Blick recht normal aussieht. Der hat richtig grüne Blätter, sattgrün, wie das eigentlich um die Jahreszeit noch müsste sein. Wenn wir jetzt aber genauen Blick riskieren, dann sehen wir, dass das Blatt auch schon so braun am Werden ist. Denn hier ein paar Wochen später sieht es so aus, dass der Baum sogar schon in der Verzweiflung innen anfängt, neue Blätter machen und Blüten zum Teil sogar. Und das ist natürlich sowieso überhaupt nicht normal im Herbst. Das gleiche Bild hier in Basel, im Gundeli, hier ist auch schon braun. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass das nicht schon immer so war. Es ist nämlich erst seit den 90er Jahren so. Hier ist nämlich ein Parasit angekommen. Und zwar die Kastanienminiermotte, die sich das Rüebli durch das Blatt durchfressen und deswegen die Blätter schädigen. Und die Miniermotte, die kommt aus dem Osten, also eigentlich aus Südosteuropa, genauer gesagt, aus Mazedonien, Griechenland, wo ursprünglich unsere Rosskastanie nämlich auch herkommt. Hier sehen wir jetzt die runden Stellen bei dem Blatt. Das ist das Rüebli, das sich hier verpuppt hat. Bis zu 3 Generationen kann das geben, pro Jahr. Man tut dann die Blätter eigentlich im Herbst verbrennen, um eben den Zyklus zu unterbrechen. Aber bis jetzt hat es noch nicht wirklich geholfen. Ja, also hier hat man auch jetzt die Gänge, sieht man hier schön, wie das Rüebli sich durchfrisst. Das ist also wirklich nicht.